So Leute, herzlich willkommen. Wir sind jetzt im Düstergrat. Das ist die letzte Instanz von Annika vom Kontinent und ich zeige euch natürlich wieder, wo die Geheimnisse sind und wie man die schönen Mokomo-Samen auch alle erreicht und findet. Weil es gibt natürlich auch wieder überall ein bisschen Geheimnisse, aber mit mir seid ihr wie gesagt immer gut beraten. Also, hört sich ein bisschen egoistisch an, aber ist leider so und ja. Viele haben ja schon angefangen, die Videos nachzumachen. Finde ich ganz nett und sehr witzig, aber wenn sie meinen, sie müssen Leute nachmachen, dann macht das halt. Mir ist das egal. Ich mache trotzdem meine Videos, weil ich Spaß dran habe. Und die Leute, die mich zu schätzen wissen, die sind auch gern dabei. Durch mit erst noch den. Ja, da ist er. So. Also ihr seht jetzt hier gerade die Mokomo-Samen. Dazu müsst ihr nämlich eins beachten. Ihr braucht jetzt hier den Weg und da gibt es nicht einen geheimen Weg. Einfach hier reinlaufen und dann kommt ihr direkt zum ersten zwei Mokomo-Samen, die ihr hier seht. Einfach hier durchlaufen. Also die Instanz ist schon schön gemacht, schön düster, aber von der Instanz gefällt mir der Endboss gar nicht. Dieses Yin-Yang ist so blöde gemacht. Muss man echt, also da kriegt man halbes Augenkrebs. Also das ist wirklich schlimm. Naja. Kann man durchlaufen. Ach ja, hier müsst ihr auf diese Schlangen aufpassen, aber das Witzige ist, bei den Schlangen gibt es auch nochmal fiese Geheimnisse, wo ihr noch reinlaufen könnt, das zeige ich euch gleich. Da müssen wir nur kurz aufpassen. So. Also bis ihr hin habt, müsst ihr mindestens die zwei Mokomo-Samen erreicht haben, ansonsten könnt ihr sie nicht nochmal holen. Das sage ich dann wieder an. Jetzt kommt eh erstmal eine Weile nichts und dann geht's gleich weiter. Hier immer aufpassen, ne? Dass die, wie ich jetzt mich, diese Viecher nicht ewig da erwischen. Die sind nämlich ganz schön lästig. So, kommt jetzt zum nächsten Geheimnis. Ich gleich weiter. So. Hier dürft ihr jetzt nicht runterspringen, deswegen aufpassen. Hier nicht runtergehen, sondern warten, bis der Fisch raus ist. Ja, wie ihr es gerade sehen könnt. Warten, bis der Fisch an der Ecke raus ist und dann könnt ihr nämlich hier reinlaufen. Und könnt euch den Samen holen. Der befindet sich hier hinten an der Klippenende, am Klippenende hier oben. Habt ihr nämlich den nächsten Samen. Also ja, in dieser Instanz gibt es im Übrigen nur 5. Und... dann könnt ihr runter. Also bis hierhin müsst ihr auf jeden Fall 3 Samen bekommen haben insgesamt. Dann könnt ihr runtergehen.
So, auch hier wieder aufpassen, dass ihr nicht runterspringt, ne? Also dass ihr nicht hier hingeht an der Ecke und dann runterspringt, wenn der jetzt gleich besiegt ist. Weil hier gibt es nämlich den nächsten Geheimeingang. Also erst hier rein. Und da könnt ihr euch nämlich dann die letzten zwei Samen klar machen. Die sind hier oben. Okay. Somit haben wir alle fünf. Und dann geht's zum Endboss. Machen wir schnell noch, dürft ihr nicht mehr so lange gehen. Als kleines Bonbon, wie von mir gewohnt, gibt es natürlich den Endboss im Fight. Der geht ja schnell kaputt. Na komm, hier gut schnell. So, bis hierhin solltet ihr auf jeden Fall alle fünf gefunden haben. Ansonsten müsst ihr die Instanz neu starten. Alter. Der hat alle meine Fähigkeiten geblockt. Wenn ihr im Übrigen noch Fragen habt zu unserem nächsten Event, am 13. Mai haben wir ein Horror-Event, bei 13. der Freitag, ja. Und da wird es auf jeden Fall geil werden. Wenn ihr Bock habt mitzuspielen, der stimmt bei unserer Abfrage ab. Wer Bock hat mitzumachen, einfach da sein bei unserer Livestreaming im Discord, werden wir euch gerne zulassen. Und ihr könnt da mit uns im YouTube und im Twitch zusammen unterwegs sein. Wir haben zwei Plattformen, wo wir gleichzeitig streamen, Matze und ich, weil wir sind ja die Gründer von Donnerbuddies. Und wenn ihr Bock habt, dann können wir zusammen Gruppen machen. Wenn es mehrere Gruppen gibt, dann spielt Matze in einer Gruppe, ich in einer Gruppe. Und wenn es zu fünf sind, dann spielen wir halt zu viert. Vier Flüchtlinge und einer, der dann halt Killer spielt. Da wird es auf jeden Fall witzig, weil im Discord, wenn wir die Leute dann hören, wird es auf jeden Fall lustiger sein als so. Also der Boss ist cool, aber die Fähigkeiten sind kacke von ihm hier. Die Waffe ist so geil mit dem blauen, gefällt mir gut. Werde ich nachkommen. Beeile dich aber, mein lieber Bande. Oh, Augenkrebs, Boss. Au! Augenkrebs, Augenkrebs. Sieht aus wie so ein Warframe, ne? Komm, wir machen den gleichen Ende hier. Wanda hat seinen Energieschild aktiviert. Zerstöre die Ebenhöllenschwere, um seinen Schild zu brechen. Also hier müsst ihr einfach nur die Erz kaputt machen. Damit sein Schild kaputt geht. Und dann könnt ihr ihn platt machen. Zerstöre die Ebenhöllenspeere, um seinen Schild zu brechen. Es ist eine sehr krasse Instanz, was die Lichtempfindlichkeit angeht. Wahnsinn. Gesellschaft. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Wie gesagt, den Boss wollte ich euch noch zeigen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.